Ja, mein Name ist Franz Schellhorn, ich leite die Denkfabrik Agenda Austria und das ist Adam Brzezinski. Das war ein schwieriger Teil der Übung, deshalb nennen dich, glaube ich, auch alle Adam. Er ist unser Praktikant, der hier 2 Monate in Wien war. Er studiert in England, wird jetzt in Oxford seinen Master in Economics machen. Adam, wie bist du auf die Agenda Austria aufmerksam geworden? Warum hast du dich gerade hier beworben? Also ich habe als Teil meiner Bachelorarbeit eben zum Mindestlohn geschrieben und dem Effekt vom Mindestlohn auf junge Menschen. Und da haben gerade in der Agenda Austria auch Ökonomen dazu etwas publiziert. Und ich fand die Publikation wirklich gut und habe sie auch oft in meiner Arbeit selber zitiert, da ich mir gedacht habe, wäre es gut, eben da ein Praktikum zu machen, falls es geht. Das glaubt uns jetzt wahrscheinlich niemand, wenn wir sagen, dass das nicht abgesprochen war, diese Passage. Was machst du jetzt genau in der Agenda Austria? Kannst du das kurz erklären, welche Tätigkeiten du hier machst? Ja, also ich arbeite mit den anderen Ökonomen hier zusammen an Projekten, an wissenschaftlichen Studien und ich helfe in den laufenden Projekten. Du hast auch an dem Paper zur Gewerbereform mitgearbeitet und insbesondere die Reform in Deutschland angesehen im Jahr 2004. Ist sowas in Österreich möglich? Wäre sowas in Österreich möglich, so eine Reform durchzuführen, deiner Einschätzung nach? Also ich finde, es gibt einfach überhaupt keine Reformbereitschaft in Österreich. Das ist wirklich ein großer Unterschied zu anderen Ländern, sowohl zu Deutschland als auch zu England. Von Seiten der Politik passiert einfach nichts, schon seit Jahren. Und das, obwohl Ökonomen ganz klar sagen, dass es einige Sachen gibt, die einfach gemacht werden müssen. Zum Beispiel? Also zum Beispiel gibt es die Pensionsreform, wo wir einfach wissen, der österreichische Staat hat schon eine extreme Schuldenlast und durch die ansteigende Lebenserwartung wird es sich nur erhöhen durch die Pensionen und da muss etwas gemacht werden. Du bist ja in Österreich in die Schule gegangen, lebst jetzt schon einige Zeit in England. Wenn du zurückkehrst nach Österreich, um deine Eltern zu besuchen oder hier ein Praktikum zu machen, wie würdest du sagen, hat sich dein Blick verändert im Laufe der Jahre oder hat er sich überhaupt verändert? Also der Blick hat sich vor allem dadurch verändert, dass ich auch Wirtschaft in England studiere und da gibt es einfach ein ganz anderes Gedankengut dazu und ich bin einfach immer überrascht, wenn ich hier zurückkomme und sehe, wie stark der Staat einfach in das Leben eingreift und zwar vor allem durch extrem hohe Steuern und durch ein intransparentes Ausgeben von diesen Steuern. Dann hoffen wir, dass wir Österreich in einem präsentableren Zustand vorfinden, wenn du deinen Master fertig hast und du vielleicht trotzdem in Österreich auch eine Option findest. Ich danke für das Gespräch. Folgen Sie Adam Brzezinski auf Twitter und lesen Sie auf der Website der Agenda Austria auch die Arbeiten nach, an denen er beteiligt war. Vielen Dank. Danke.